Herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, wir müssen ihn irgendwie wegkriegen. Die Frage ist nur, wie? Wie werden wir diesen Nervsack los? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich meine, vielleicht macht er sich ja seinen Kaffee auch aus dem Wasser hier. Aber das ist eigentlich ein bisschen sehr optimistisch, oder? Können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Das muss ich nicht würzen. Hey, das müssen wir nicht würzen. Noch mehr große Industrierohre. Sieht so aus, als... Ja, ich glaube, mit den Rohren müssen wir später noch irgendwie rumhantieren. Aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen rumlatschen. Nee. Rohrliebhaber hätten ihre... Können wir nicht. Da oben ist eigentlich auch nichts weiter. Ansonsten hier geht's auch nur raus. Da gucken wir uns nochmal hier unten ein bisschen um. Vielleicht können wir hier nochmal reinrufen. Das hier sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Gebäude, oder? Ich frag mich, wohin es führt. Das Ding, ja, vielleicht da rein. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Wasser hier schon durchgekommen ist. Ups. Können wir hier noch weitergehen? Haben wir da noch irgendwas übersehen? Ich habe keine Ahnung. Also ich fisch gerade so ein bisschen im Trüben. Oder führt es da rein? Können wir vielleicht irgendwie... Ein Radio haben wir ja noch. Bis dahin und nicht weiter. Gigantische Rohre. Bis dahin und nicht weiter, sagt er. Fenster. Da wollen wir hoch. Edwin ist da drin und nörgelt vor sich hin. Ja, können wir ihm nicht alles mit dem Zaunfall überziehen? Der sieht das doch gar nicht kommen, oder? Hallo? Hab ich nicht gesagt, du sollst... Ja. Ich schau mal lieber ab. Gute Idee! Gute Idee, gute Idee. Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Wie gesagt, er trinkt seinen Kaffee und... Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Warum nicht? So, die Notiz, die brauchen wir bestimmt. Ich werde ihn nicht mehr schikanieren... Sachen. Mein Plan war ja eigentlich, das mit dem Kaffee zu machen. Aber irgendwie... Ich brauche keinen Wasserkraftwerkskaffee. Ich bin schon zittrig genug. Wasserkraftwerkskaffee. Ist halt auch die Frage, wo er das Wasser hernimmt. Vielleicht reicht es, wenn man da den Löwenzahn reinschmeißt. Multitool. Gewalt ist keine Lösung. Ja. Ich glaube, das hat er uns schon mal gesagt, dass Gewalt keine Lösung ist. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Tja, ich auch nicht. Aber man benutzt es doch erstaunlich selten, das Multitool, muss ich sagen. Nur dafür, dass es am Anfang so angepriesen wurde. Das will ich nicht schneiden. Können wir das Sandwich teilen? Das will ich nicht schneiden. Ja, irgendwo. Vielleicht doch noch irgendwas mit dem Rohr. Vielleicht wird es ja wirklich hier rein. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht können wir doch irgendwie das Radio dahinstellen und dann herausfinden. Ich glaube nicht, dass das der richtige Verwendungszweck für ein Radio ist. Warum? Oder können wir da ein bisschen rumdongeln? Lieber nicht. Hm. Ein Cowboy. Reiter der Staubwüste. Ein Sheriff Cardero-Abenteuer. Cardero? Nanu? Nanu? Können wir ihn damit vielleicht begeistern? Mit so einem tollen Cardero-Roman? Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Komm, ist das Buch so schlecht? So, das kann ich gar nicht rausnehmen. Eieieiei.
Das kann ich nicht machen. Das funktioniert so nicht. Wie ist das mit dem Kaffee eigentlich? Ich werde ihn nicht mehr schikanieren. Da haben sie auch nicht mehr Feedback. Kaffee. Haben wir noch andere Orte, wo wir noch irgendwas machen könnten? Wüsste ich jetzt eigentlich nicht, was wir da groß machen könnten. Vielleicht hier in der Höhle nochmal. Ich meine, auch sogar der Teekessel und alles ist weg. Das Feuer leuchtet und knistert jetzt. Ja, der Bug. Da können wir also auch nicht viel machen. Ich glaube nicht, dass... Da können wir nicht viel machen. So generell können wir hier nicht viel machen. Mal in der Hütte gucken. Vielleicht weiß sie ja irgendwas. Die Seilwinde brauchen wir ja auch noch, stimmt. Vielleicht können wir sie fragen, ob wir wenigstens hier Seilwinde schon mal haben können. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Sag mal, kann ich die Seilwinde von deinem Auto haben? Ich brauche sie, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen. Ich denke schon. Solange du sie zurückbringst. Ich versprech's. Dankeschön. Super, das ist nett. Bis später. Wiedersehen. Immerhin das, dann haben wir schon mal eine Seilwinde. Aber ansonsten... Sieh dir all diese Waffen an. Ist Jervis in Panem aufgewachsen, oder was? Seilwinde nehmen wir mal. Okay. Wie mache ich die Seilwinde jetzt los? Multitool. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Zaunpfahltool. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Messertool? Das will ich nicht schneiden. Schere? Nein, es ist kein... Zange? Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Flaschenöffner? Das ist nicht richtig. Zange? Ha. Puh, viel zu fest. Wie viel zu... Hast du das Multitool mit? Viel zu fest... Das Multitool da, was soll das denn? Ich glaube nicht, dass die Fall... Zu fest und es lag da. Schraubenschlüssel. Puh, viel zu fest. Okay. Seilwinde Multitool. Jetzt mit dem Zaunfall? Die zusätzliche Hebelkraft wird mir helfen, die Seilwinde zu lösen. Genau. Das ist aber ein Mega-Zaunfall. So groß sah der im Inventar gar nicht aus. Physik. Genau. Die Macht der Physik hilft uns und wir haben eine Seilwinde. Yeah. Immerhin das, aber das Hauptproblem ist immer noch am Wasserkraftwerk. Das Hauptproblem sitzt hier im Wasserkraftwerk. Können wir jetzt vielleicht mit der Seilwinde hier im kleinen Rohr was machen? Ich würde bestimmt sagen, nein. Aber wir wollen doch wissen, wo es hingeht. Er macht einfach gar nichts. Das ergibt keinen Sinn. Bleibt einfach stehen. Das ist das Multitool auch wieder richtig. Immerhin. Können wir ihn fesseln? Ich meine, wir haben jetzt ja auch nicht wirklich viele Möglichkeiten hier. Ich werde ihn nicht mehr schicken. Wir fragen nochmal seinen Bruder. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Oder vielleicht weiß die Barkeeperin irgendwas. Können wir sie vielleicht bitten, den Kaffee damit zu kochen? Ich weiß es nicht.
aus. Ich glaube nicht, dass sich Rhonda dafür interessiert. Hm. Hallöchen. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Nee. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Das meiste hat sich erledigt. Was geht? Nicht viel. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's okay. Gut. Also hier geht auch gar nichts so wirklich. Hm. Hallöchen. Hallo, Chef. Da können wir noch irgendwie was zu essen. Könnte ich etwas... Ich fühle mich, als hätte... Da bist du hier, genau richtig. Klar, warum nicht? Welche so... Ja, wir nehmen die... keine Ahnung. Tomatenketchup. Klassischen roten Tomaten. Klassischer roter... Danke. Da kommen wir ja auch nur an den Schlüssel dran. Kaffee. Das macht dann bitte $4,90. Okay. Ich habe mir wieder ein Sandwich. Können wir das zurückgeben? Ich glaube nicht, dass ich Rhonda... Ich glaube nicht, dass... Höchstens, ob wir dann an die Kaffeemaschine können. Da stellt sich Hallöchen. Ja da hin. Könnte ich etwas... Ich fühle... Da bist du. Klar, warum nicht? Welches? Klassisch. Klassischen. Klassischer. Danke. Das muss ich nicht würzen. Na gut. Das macht dann. Okay. Gut, dass wir so viel Geld dabei haben. Ja. Auch nicht so ganz. Schade. Das muss doch irgendwie gehen. Die anderen Orte sind wir gefühlt eigentlich auch durch. Da war ja auch nix. Ich nehme an, dass es... Ich wünschte, ich könnte einfach wegfahren. Moment, aber können wir ihn hier vielleicht mit dem Auto so ein bisschen... Das will ich nicht schneiden. Die Reifen kaputt? Nein. Hier Radio rein. Ich glaube nicht, dass das der richtige... Ich nehme an, das ist Edwins Auto. Ist das ein Hinweis, dass das sein Auto ist? Frage ich mich. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zu... Wir können jetzt ja versuchen, ob wir die Seilwinde schon mal abgeben können. Dann haben wir schon mal ein bisschen was erledigt. Kann man die ja schon mal... Wo gehst du denn jetzt hin? Du sollst hier nach links gehen. Gucken, ob wir hier die Seilwinde schon mal anbringen können. Lieber nicht. Gut, brauchen wir vielleicht wirklich noch. Können wir mit ihm vielleicht sprechen. Bericht erstatten. Zwischenbericht. Hallo. Yep. Ich habe eine Seilwinde gefunden. Na schau an. Gut, werd dir mit dem Baum helfen, sobald der Strom wieder fließt. Klare Antwort. Klare Antwort. Aber wie kriegen wir ihn wieder zum Fließen? Monitor. Ich hätte schon Lust, das Multitools, aber ich glaube, ich muss... Scheint in Betrieb. Aber vielleicht können wir ja wirklich mal mit dem Multitool gucken. Nein, es ist... Definitiv nein. Aber hier ist auch definitiv nicht viel mehr. Also da ist höchstens noch was mit dem Auto. Aber wir haben jetzt auch nichts, womit wir das Auto groß manipulieren könnten. Das Schwimmen im Stausee ist ausdrücklich verboten, Spießer. Kann man hier Kaffee reinkippen? Das kann ich nicht machen. Da runterschmeißen? Nee, das ist nur zum Gehen, ne? Das funktioniert so nicht. Noch mehr große Industrie. Sieht so aus, als würde... Tja.
Hier ist nichts zu machen. Rohrliebhaber hätten ihre helle Freude an diesem Ort. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Tja. Ja, ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt nicht leicht. Die Frage ist ja auch noch, was die Schalter machen. 1, 2, 3. Na gut. Gucken hat sich, aber es tut sich ja eigentlich auch nichts. Also hier sehe ich jetzt, was die Rohre hier auch angeht, keinerlei Veränderung. Hier hatten wir auch noch einen zweiten Screen irgendwie, oder? Da noch irgendwas? Ziemlich matschig. Aber jetzt kann ich rübergehen. Okay, da ist eine 2. Jetzt kann ein Schild von Harwood Energy. Ah. Libors Schrottplatz hat eine bessere Marketingstrategie, wenn das hier Werbung sein soll. Okay, haben wir die 2 gerade runtergedrückt? Weißt du was? Aus der Nähe betrachtet siehst du eigentlich ganz knuffig aus. Und ich sehe hier keine Vögel. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Aber du kriegst kein Hirn. Du würdest uns an... Okay. Ziemlich matschig. Aber jetzt kann ich rübergehen. Oh, gut, dann haben wir vielleicht... Muss ich mal eben gucken. Das würde mich nochmal eben interessieren. War die 2? Ja, wir haben die 2 runtergestellt. Und deswegen ist da vielleicht kein Wasser geflossen. Keine Ahnung, jetzt haben wir eine Vogelscheuche. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, weißt du? Jetzt sieh mich nicht so an. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Würde ihm nicht gefallen. Können wir die vielleicht ins Auto setzen? Ein Autodieb, Hilfe! Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder können wir die schwimmen schicken? Ach, er muss ja irgendwie weg da. Geht das? Ernsthaft? Okay. So, und jetzt wieder runter? Rein und sagen, hier, da liegt jemand, Hilfe. Hallo? Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Ja. Es sieht so aus, als würde jemand oben im Staubecken schwimmen. Was? Nein, als ich sagte, Nelson soll sich ertränken, meinte ich nicht, dass es ist sehr gefährlich, im Stausee herumzuplanschen. Wer immer da draußen ist, scheint gerade nicht mehr viel zu planschen. Oh Gott, ich muss sofort da hoch. Das war die Lösung, okay? Und fass ja nichts an! Naja, ich fass nichts an. In dieser Folge. Nächste Folge sieht's vielleicht wieder ganz anders aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.